Oh, und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei C64, Europa gegen USA. Und wir fangen mit der europäischen Version von Ikari Warriors an. Und ja, davon gibt es auch eine USA-Fassung. Gucken, welche Version ihr kennt. Wir machen mal. Ja, resette mal die Highscore, wenn du da Lust und Laune hast, dann mach das. Wir machen das ohne Trainer. Ja. Ich glaube, das ist die Version, die die meisten kennen. Auf geht's. Ist ein schöner Smap. So. Gibt's auch gleich die Möglichkeit, einen Panzer zu besteigen. So. Na komm, sollte ich vielleicht den Granaten auch treffen. Danke. Das können wir aber vielleicht auch mal als lustiges Playthrough machen. Weil das ist ein Titel, der verdient ist. Der Herr Retogonot hat schon was gerade so gesagt zum Thema USA-Version. Ihr werdet sie gleich sehen. So. Lip. So. Lip. Und kann man das auch sprengen? Nein. Da ist der Panzer. Da sollte man gucken, bevor man ihn benutzt, dass er noch ganz bleibt. Deswegen räume ich mal eben kurz auf. Ja, geh mal weg. So. So, jetzt können wir mal ein bisschen aufräumen. Der ist nicht unverwundbar, der Panzer. Schon gar nicht, wenn man durch eine Mine rennt. Das war wieder gekonnt. So schnell macht man ihn kaputt übrigens. Ich glaube irgendwie, man kann bis zum Fluss, glaube ich, mit dem Panzer. Also irgendwann kommt man da nicht mehr weiter. Ah, genau. Vorsicht, Mine. So, komm, gib auf. So, alles mal hier wegrotzen. Ich glaube, das ist der. Genau, da kannst du so nämlich nicht rein. Also, man kann man schon, aber dann sind wir wieder kaputt. So. Das habe ich super gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, warum habe ich überhaupt so ein Fahrzeug, wenn es gleich wieder kaputt ist? Aber ich kann euch sagen, ist eine richtig geile Version. Oh, haben wir Freileben gekriegt, oder? Habe ich vielleicht irgendjemand das Marmeladenglas kaputt gemacht? Das hörte sich auf jeden Fall so an. Falls ja, die Rhabarber-Marmelade war lecker. So. Falls irgendeiner das wissen wollte. So. Ja, ich sollte vielleicht auch mal abwechslungsweise mal auch ein bisschen treffen. So. Würde ich... Okay, dann nimmst du halt nicht mit. Aufgeräumt. So. Uah.
Alter, ich kann auch zielen. Das ist bombastisch. Ja. Und ich kann super sterben. So. Jetzt seid ihr gespannt. Ja, was der Jester gerade sagt. Ja, es ist gewaltfrei. Ich glaube, das ist auch einer der 800.000 Titel, die natürlich auf dem Index waren. Ich meine, was war da nicht? Ja, also. Wow. Bereit für die USA-Version? Ich meine, ihr müsst da jetzt eh durch. Also. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. So, das ist doch schon mal ein tolles Titelbild, oder? Na, ist das schon mal. Sag dir doch schon mal, ist doch cool, ne? Wieder Controller wechseln. Ja, genau. Herzlich willkommen, das ist die USA-Fassung. Das ist jetzt kein Witz. Also falls jetzt ich könnte jetzt fragen, welche Version gefällt euch wohl besser? Nein, die können nicht alles. Okay. Hab ich jetzt kaputt gemacht? Boah, was auch immer. Ach, ist schon Game Over. Schon geil. Hat was, als wäre es eine Solk-Version, ne? Als wäre es so von Shoot Up Up Construction Kit oder so. Ist nicht gut übrigens. Falls jetzt der Eindruck kommt. Okay. Ah, genau, so Bombe. Ach, das ist. Aha. Was war das denn jetzt? Das heißt, selbst die Granate funktioniert nicht? Moment, das will ich jetzt auch noch wissen. Nö. Warum haben wir sie denn? Ich will mal trotzdem weiter. Die gestatten. Das ist so geil. Es ist völlig egal, ob du die wirfst. Wie geil ist das denn? Okay. Also sind vielleicht Blendgranaten oder so. Vielleicht ist es tatsächlich die Pazifisten-Version. Vielleicht kann man die gleich auch noch zur Aufgabe überreden. In einem, was weiß ich, kleinen Meinungskreis oder so. Alter. Das ist schon hart, ey. Also das ist schon. Ich glaube, der Resident hatte gerade auch schon die Wertung gepostet. Ne? Ich glaube, das ist echt Katastrophe. Die Version kennt aber auch keiner. Also, ist auch gut so. Weil die ist auch nicht gut. Boah, geil.
Geil, ich habe sogar Level 1 geschafft. Alter. Davon wollt ihr da auch ein Playthrough. Ich kenne euch doch. Was kann ich denn da einsammeln? Gar nichts. Soll ich das jetzt sprengen? Ah! Das ist der Panzer! Logisch. Der kann aber auch keine Gebäude kaputt machen, ne? Nö. Klar. Ach, das Wasser kann er auch nicht. Nee, ist klar. Ist klar. Ist halt kein europäischer Panzer. Alter. Das ist wirklich grausam. Also das ist echt ganz großes Tennis. Oh, Game Over, wie ärgerlich. Oh, Mist. Ja, auch hier, glaube ich, ist die Frage relativ schnell erklärt, welche Version wohl besser ist. Diese ist es nicht. Ja, das war Ikari Warriors. Ja, wie gesagt, ich werde die Reihe fortsetzen und seid mal gespannt, was da noch kommt. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.